Ich bin Wolf Fuß. Lassen wir uns zusammen mit Hansi Küpper, der für die Analysen bereitsteht, das heutige Spiel einleiten. Ich sage dir und den Zuschauern ein herzliches Hallo, Wolf, verbunden mit großer Vorfreude auf ein großes Spiel. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Lukas Piszczek. Aus der zweiten Reihe. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Sie kommen relativ früh zum Abschluss. Vielleicht, wenn man sich diese Szene anschaut, zu früh. Zum ersten Mal ist es gefährlich geworden. Chance Nummer 1 in dieser Partie. Wir hoffen auf Fortsetzung. Er versucht ihn da durchzuspielen. Und die Möglichkeit. Ein super Tor. Der Spielstand jetzt 1:0. Exzellentes Timing. Perfekt verwertet. Da bewegt er sich ganz hart an der Grenze zum Abseits. Aber er steht nicht drin. Und er macht den Ball rein. Ja, Freunde, wenn man sich's malen will, dann doch so, oder nicht? Sie haben das frühe Tor geschafft, aber sie dürfen jetzt nicht nachlassen. Er spielt den Ball erstmal weg. Lukas Piszczek. Und er zieht ab. Also so kann das nichts werden, wenn sie die Bälle einfach nur hinten raushauen. Dann kommen die natürlich wie von einer Gummiwand zurück. Und bitte! Ja, und dann kriegt er im richtigen Moment die Hände hoch. Ja, schön gehalten. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Da ist die Flanke. Marcel Schmelzer. Ein Schuss aus der Halbdistanz. Ein Monsterding, aber nicht platziert genug. Gar nicht schlecht, dieser Schuss aus der Distanz. Und der hätte ins Tor gehen können. Eine halbe Stunde ist gespielt. Maurice Edu. Freunde, so nicht. Er bringt ihn in die Mitte. Maurice Edu. Über die Gegner hinweg. Er kriegt den Ball. Und jetzt Nuri Sahin. Der Ball kommt durch. Jetzt kann er es probieren. Jetzt Nuri Sahin. Die Situation ist bereinigt. Der Unparteiische bittet zur Pause. Jetzt gehen sie leider mit dem knappen Rückstand in die Pause. Im zweiten Durchgang brauchen sie jetzt vor allem Moral. Es steht also 1:0 zu Beginn des zweiten Durchgangs. Nuri Sahin. Versucht ihn nach hinten zu spielen. Und er probiert es bergauf. Und er haut ihn hinten raus. Er treibt den Ball durch. Flanke nach innen. Zentimeter. Oh, der probiert es aus dieser Distanz. Und damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Und
Und jetzt Beliski. Jetzt vielleicht die Chance. Es gibt Einwurf, jetzt können sie Tempo machen. Abseits, klare Sache, die Fahne ist oben, es gibt Freistoß für die andere Mannschaft. Er spielt den Ball weit vor. Und abgefangen. Muss den Ball nach vorne bringen. Da schnappt er sich den Ball. Er bekommt den Pass in guter Position. Der ist kaum vom Ball zu trennen. Probiert's. Da braucht man gute Nerven, wenn man so ein Ding liegen lässt. Das war die Chance, hier die Führung auszubauen. Das hätte Sicherheit gegeben, aber so holt man sich die Sicherheit natürlich nicht. Noch 15 Minuten zu gehen. Schlampiger Pass. Der Ball ist draußen. Gute Position für einen Einwurf. Befreiungsschlag. Da können sie sich befreien. Da ist er dran. Und jetzt Nuri Sahin. Und jetzt Nuri Sahin. Riesenmöglichkeit. Der geht nicht rein. Wirklich schade. Der Ball geht gerade so am Tor vorbei. Es war trotzdem ein guter Versuch. Das war richtig knapp. Nur noch 5 Minuten zu spielen. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Weit nach vorne gegeben. Nachgesetzt. Also da darf er sich nicht beklagen und da hat er sogar noch Glück, dass der Schiedsrichter diesen Zweikampf sehr britisch auslegt. Unter kontinentalen Gesichtspunkten sind Menschen für solche Aktionen auch schon vom Platz geflogen. So, das war's. Das Spiel ist aus. Durch